Meine Damen und Herren, hier ist mein heutiger Gast, einer, der ganz, ganz groß in unserer Branche und ein Kollege, der bei Publikum wie Kollegen gleichermaßen beliebt ist. Herzlich willkommen, Harpe Kerkeling! Herzlich willkommen! Danke! Nimm Platz! Guten Abend! Das finde ich schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier vorbeizuschauen. Du bist ja viel beschäftigt. Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger. Und ich dachte mir, gucke ich mal bei dir vorbei. Ja, ich habe ja auch bei dir vorbeigeguckt am Samstag. Am Samstagabend bei deiner Show Harpe trifft, bei den Kollegen, bei den Freunden von RTL. Und du hast wieder eine tolle neue Figur. Ich meine, die hast du schon ein bisschen länger, aber es ist somit die neueste, die du entwickelt hast. Das ist Horst Schlemmer. Horst Schlemmer mit E. Ja. Schätzelein. Schlemmer mit E. Weiß Bescheid. Ja. Ja. Das ist sozusagen sein Markenzeichen. Schätzelein, ja? Ja, ich habe dir auch was mitgebracht. Ja. Das die Zähne? Original, nee, die Zähne habe ich dir nicht mitgebracht. Ich habe dir das Horst Schlemmer Powerbändchen mitgebracht. Das Horst Schlemmer, vielen Dank. Eine Spezialanfertigung. Ganz toll. Was eine Kraft, Schätzelein. Ja. Und ich spür's. Und er hat doch den zweiten Satz, macht euch nicht verrückt. Macht dich nicht verrückt, weißt du Bescheid. Ja, schön. Ja. Man sagt drei Sachen, was auch immer gut ankommt, ist... Ja, genau. Dieser Hochzieher. Und gibt es dafür ein konkretes Vorbild? Es gibt viele Vorbilder. Und Harald, du kennst sie, die vielen Vorbilder. Es gibt doch Journalisten in der Branche, deren Namen ich jetzt nicht nennen darf, ja, aber die du alle kennst. Hör mal, ich bin beim Sport, wir machen mal eine schöne Sache. Ich kann viel für dich, ich bringe dich ganz groß. Ja, natürlich. Du hör mal, wenn du Mausi Schuster mal haben willst, die bringe ich dir. Ja. Die hockt da draußen mit dem Pferd ganz alleine, auch was. Ich hatte mal einen, das ist Cartier, das kannst du dir nicht leisten. Ja, so sind die. Das sind Leute, ja, die sind doch. Horst Schlemmer, ja. Und das sollte man sagen, Horst Schlemmer ist die Figur Chef der Lokalzeitung Grevenburg. Stellvertretender Chef. Stellvertretender Chef. Weil er hat, glaube ich, ein Alkoholproblem. Ja, und insofern, aber er hat es im Griff. Er hat es im Griff, meint er, ja. Und was mich gewundert, er trägt so eine Art Hausmeisterkittel, ja? Oder ist das, ist, ja. Oder sieht das nur so aus? Also ich hat's. Es ist ein Trenchcoat, aber... Ach so. Na gut, wir haben gleich einen Ausschnitt, Sie werden es gleich sehen, aber es geht so, also er beherrscht es und ich habe es auch gesehen, als du am Abend der Bundestagswahl bei Frau Ludowig warst, ja, und auch Schätzelein und Küsschen hier und Küsschen da, die war schon hart davor, Angst zu kriegen, wie weit du es treibst, ne? Vor auf allem, dem Teppich. Was der Zuschauer ja nicht sieht, was aber mein Gegenüber riecht, ist der Dornkart, den ich mir vorher über den Trenchcoat gieße. Du gießt ihn über den Trenchcoat? Ja, und deswegen sind Leute dann auch sehr verständnisvoll. Zunächst mal denken, oh, der hat ein Problem, der müsste jetzt nett sein und so, das hilft dann schon noch sehr. Aber die Figur ist absolut fantastisch. Ich finde auch die Frisur ganz klasse, weil es ist so eine rausgewachsene Mini-Plie, kann man sagen, oder? Ja. Ja? Einmal zu lange nicht mehr beim Friseur gewesen und ich gehe davon aus, du musst die Figur nicht üben, oder? Das ist sozusagen, das hast du drauf. Sobald die Zähne drin sind, ist es einfach, da entsteht dann auch noch dieses Lispeln, durch die Zähne spucke ich auch noch ein bisschen, was auch immer ganz lustig ist, wie ich finde. Ja, nee, und dann absolut. Ist es... Und Horst raucht, ja. Horst raucht Kette, ich bitte dich natürlich. Der Stress, macht euch nicht verrückt. Aber es sind eigentlich mit den drei Sätzen, mit denen du alles geregelt kriegst, ne? Weiß Bescheid. Ja, es ist so. Und dieses Weiß Bescheid. Fantastisch. Das ist, das habe ich irgendwann mal aus der Not gesagt. Ja, das ist großartig. Und dann benutzte RTL das als Trailer und habe ich gedacht, das penetriere ich jetzt. Vielleicht lachen die Leute ja. Ja. Und jetzt weiß aber es ist absolut fantastisch, weil ich glaube, dass vielen, ich habe auch gemerkt, das Publikum fährt voll drauf ab in der Show. Ich glaube, vielen fällt gar nicht auf, dass so Familiennachmittage und Geburtstage überhaupt nur mit solchen Sätzen bestritten. Ja? Natürlich. Also, guck mal, schön hier. Ja, genau. Ne? Im so Café. So, jetzt machen wir es uns gemütlich. Also es wird das gesagt, was man eh schon macht. Richtig. Ja? Schätzelein. Hast du zufällig mitbekommen, meine alten Folgen von Sat 1 laufen jetzt ab 7. November bei 9 Live. Ich gratuliere dir. Das ist toll. Ja. Das ist großartig. Ja. Nimmst du da auch jetzt in den alten Folgen Telefonate entgegen? Oder? ich weiß es nicht genau. Um 20 Uhr, stell dir vor, zur besten Sendezeit. Kannst du dir nichts dagegen machen? Nein, ich freue mich. Also das ist schon toll. Da musst du doch was gegen machen. Nein, wieso? Was glaubst du, wo deine Sendung noch überall laufen würde? Die Rechte hat ja der Sender. Ach du Liebes, was hast du denn für Verträge? Ich war jung und brauchte das Geld.
Ja, und ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es läuft um 20 Uhr. Das heißt natürlich, es ist das Ende der Tagesschau und von Wer wird Millionär? Und ich muss es Günther sagen. Ja, aber jetzt ist natürlich, was haben die denn für eine Quote damit? Wo? Dabei bei, ich sag den Sender jetzt nicht nochmal. Achso, bei 9 Live? Hier, hallo. Ja, die, also was ich läuft gehört, ja noch gar nicht. Vom Preis her, was die bezahlt haben an Sat 1, gehen die von 7, 8 Millionen pro Folge aus. Das holen die mit Telefonaten wieder rein, da bin ich mir sicher, ja. Ja, ich weiß nicht, wie es ist, also bis... Aber da kannst du nichts machen. Ich finde es aber, ich freue mich auch, weil es ist eigentlich ein Sender, du magst den Sender oder hast du so Aversionen, aber... Du, weißt du was, wir sollten uns den schönreden, da werden wir irgendwann alle laufen. Das ist ein herrlicher Sender. Gucken Sie jetzt schon mal rein, gewöhnen Sie sich dran. Gott, oh Gott, das wird nur aus uns werden. Wieso? Also, werden wir da noch landen, werden wir Telefonate entgegennehmen? Aus dem Bauch aus würde ich sagen, ja. Ja. Aber ich mach das dann in Maske, weißt du Bescheid. Hör mal, und dann geht's aber richtig los. Aber das ist fast schon ein eigener Kanal. Horst Schlemmer TV, irgendwo beim Pay-TV oder sowas, weißt ja, du? Ja, und dann nackig. Ja. Oh Gott. Oder so eine Ratgebersendung im MDR, im Dritten. Oh weißt Gott, du? Ja. Oder weißt du, was natürlich für die Figur super wäre? Presseclub. Presseclub, ja gut. Mit Fritz Pleitgen. Ja. Reg dich schon auf. Ja. Die entsetzten Gesichter der ausländischen Journalisten würde ich sehen. Ja, gibt's ja kaum noch. Gibt's nicht mehr? Ja. Ich merke, du hast ihn lange nicht mehr gesehen. Es wird kein Deutsch mehr gesprochen. Darum doch, es ist überwiegend sind es deutsche Kollegen oder Leute, die sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Ja. Bist du ein Internet-Fan? Ja. Ich mache manchmal so Ahnenforschung. Wirklich? Ja. Wieder gehst du bei Suchmaschinen rein? Ja, es gibt doch diese komische Mormonen-Suchmaschine. Also ich suche da keine Mormonen, sondern ja. Die Mormonen-Suchmaschine. Such dann nach Vorfahren und gucke da. Da sind meine dänischen Vorfahren, habe ich da. Ich komme irgendwie, also nicht ich. Meine ja. Vorfahren waren keine Mormonen, kommen aber aus Dänemark. 1721. Ach, das ist eine Geschichte. Ist jetzt nicht spannend, aber doch, wieso? Aber ich hätte gedacht, eher Kerkeling, weil mich haben... Nein, Lautverschiebung. Das hieß mal Kerkling. Das geht Ihnen jetzt am Arsch vorbei, aber ich erkläre es eben Harald. Kerkeling, H dazwischen, das war mal dänisch und dann ja. Über Holland nach Deutschland und halt Kerkeling. Ah, guck mal an. Ja, ich fand es ja. Auch interessant. Erinnert mich nach so einem Worträtsel bei meinem neuen Sender. Es ist nicht Kirschtorte. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, uns Internetcafés zu schicken, weltweit. Ja? Weil zum Beispiel, also ich gehe nicht jetzt irgendwie mit dem Laptop rum, ich gehe auch in Internet. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich gehe ins Café. Ja? Und es sind wirklich unglaublich tolle Sachen dabei rausgekommen. Zum Beispiel dieses hier in Rajasthan in Indien. Hat uns Jens Pönisch geschickt. Ganz tolle Sache. Man muss den Computer am Schluss nicht runterfahren, sonst kommt ein 12-jähriges Mädchen und zieht einen Stecker raus. Und er schreibt, nur Vorsicht, während man dran ist. Also man kann sich einen Stromschlag holen, wenn man den Computer anfasst. Aber ansonsten haben die das ganz, ganz hier, Internetcafé Kiew, Daniel Wenk aus Stuttgart, schreibt, eine Stunde kostet umgerechnet 1 Euro oder je nach Laune des Betreibers. Das heißt, das Tolle ist, die haben auch schon immer geschickt, also kostet wie in der Landeswährung eine Büchse Bier oder wie ein halber Burger, ja? Weil es nützt ja nichts, wenn du sagst, kostet 500 Rupien und man weiß nicht, was es in der entsprechenden Währung dann hier ist, nicht? Also wie viel das wert ist vor Ort. Deswegen haben sie es gleich umgerechnet. Das hier hat mir auch sehr gut gefallen. Internetcafé in Jerash in Jordanien. 45 Kilometer nördlich der Hauptstadt Amman, evangelische Jugend Baden hat dort einen Workshop gemacht und sagt, alles pick sauber, riecht ein bisschen nach alten Teppichen und es ist Sand zwischen den Tassen. Ja. Nicht von uns irgendwie getrickst, Internetcafé Nicaragua. Herrlich, das Modernste ist noch das Fahrrad, oder? Ja. Ägypten, Kairo. Schreibt uns Margit Matzek aus Aachen. Stinken tut's da drin, je nach Uhrzeit. Nachts kann man es eigentlich aushalten, da es nicht ganz so besetzt ist. Das Geruchsspektrum reicht von Zwiebeln bis hin zu eingelegten Socken. Rund um die Uhr geöffnet. Wenn Sie da noch weiter unterwegs sind, schicken Sie uns das. Das ist ganz toll. Es geht wirklich von den Fidschi-Inseln über Anchorage in Alaska bis nach Neuseeland. Ja. Alles bei uns. Hast du schon gesagt, was bei 9 Live nicht laufen wird? Ja.
Eine Sache habe ich Gott sei Dank gerettet vor 9 Live. Also das ist, ich muss ja die Kassetten selber rüberfahren. Das war ja noch ein alter Deal, ja. Ich weiß nicht, 1123 Kassetten oder sowas, ja. Und es war natürlich ein sentimentaler Moment, als ich dann das beim Pförtner abgegeben habe. Weißt du, man klingelt. Palim, palim. Wer ist denn da der Pförtner? Jürgen, nehme ich an, oder? Ja, muss doch. Entschuldigung. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, Jürgen moderiert, das ist Frau zu Salm. Ja, auch nicht mehr. Doch, die ist jetzt Pförtnerin. Ach so, die ja, ist jetzt, ja, die hat den Laden verkauft und sitzt jetzt an der Pforte. Okay. Ja. Und ich habe das alles abgegeben, ja, die ganzen Kassetten. Eine Sache habe ich allerdings behalten und liebe Leute von Neuen Live, das kriegt ihr nie im Leben, da kommt ihr nicht dran, das ist das hier. Und als wir das vorher in der Probe uns angeschaut haben, haben wir gesagt, wirklich, und das war echt, wieso warst du nicht dabei? Weil du mich nicht gefragt ja, hast. Ja, aber das war, da hatten wir einen kompletten Blackout, das war natürlich ein absolutes... Du bist aber nicht schlimm, im Nachhinein bin ich ganz froh. Ja, fand jetzt nicht so dramatisch. Hast du es gesehen? Na komm! Sag mal so, ich fand es nicht so schlecht, wie die Presse es geschrieben hat. Also, ich meine, in den 4 Stunden? Wollen wir eins sagen, ihr hattet schönes Wetter, seid doch froh. Das hat man auch nicht gemacht, oder? Nee, weil wir hatten gedacht, also je länger wir den kurzen Ausschnitt sehen, desto öfter sagen, so, es war eigentlich doch richtig gut. Und es war auch gut, es war mutig, du bist halt mutig. Nein! Doch, du bist mutig, du wagst dich nach vorne, du machst Dinge, die sonst keiner wagt. Und da fällt man mal auf die Schnauze. Da muss man wieder aufstehen. Das nagt an dir. Das darf nicht mehr nagen. Wir hätten gedacht, wenn wir es nochmal machen. Wir hatten gedacht, das war so eine tolle Sache. Wir machen es nochmal, dann der zweite Teil vom Rhein und dann würden wir dich einladen, mit dabei zu sein als einziger Gast. Ganz wenig Zeit, so ja? Grundsätzlich. Ja. Als einziger Gast, auch ohne Publikum oder wie? Nein, aber ich meine nicht dann nochmal jetzt mit Dirk Bach oder Hella von Sinnen oder so, sondern die waren ja auch nicht dabei beim ersten Mal. Aber dann nur mit. Ach so, ja gut. Aber ich will dich da nicht reinquatschen, schlaf mal drüber. Ich schlaf ja drüber. Du, ich mache einen neuen Ausschnitt aus meiner CD, wieder auf Tour, bin ich auch ganz raffiniert jetzt drauf gekommen, die im Moment im Handel ist. Wie der Zufall es so will, ist mir rausgerutscht. Ja, Leute, ich drehe durch, kauf die CD. Ja. Aber deine Tour ist doch ausverkauft. Nicht sagen. Ach so, nichts weil sagen. Die ist ja ausverkauft. Ja, aber dann soll man trotzdem noch an du möchtest diese Schlange an der Abendkasse sehen. Es sind 10 Termine und ist... Okay, ist und die CD ist im Handel. Aber es war wieder wie immer, wenn du... Es ist schön bei dir. Es ist einfach wunderbar, es ist gemütlich, wir kennen uns lange genug. Ja? Und wir sind durch die Scheiße gegangen, wir beide. Sind wir auch. Das darf ja man ja vorher... Was wir erlebt haben, das da machen wir mal eine Extrasendung drüber. Und teilweise gleichzeitig. Und teilweise gleichzeitig, ja. Aber wir haben es den Jungs vom SFB nie übel genommen. Hartmut Kerkeling, bleib sitzen, so zu Ende. Ja. Danke dir. Ach, das war's schon. Das ja, war's.